Moin Leute, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Wir sind hier immer noch mit dem Xenon L beschäftigt und das würde ich mir auch ganz gerne jetzt mal unter den Nagel reißen. So, na, für Cruisen war das jetzt mal an und dann übernehmen wir das mal und dann steigen wir wieder in unsere Nova ein. Schiffssteuerung transferiert. Das steht nämlich hier ganz dolle schlecht, weil es nämlich direkt vorm Tor steht. Nova, Prototyp. So. Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Kommando folge mir akzeptiert. mal. Und dann möchte ich hier jetzt erstmal weg. Ah, Tagehü. Das ist schnell genug. Das hat jetzt nicht so viel abgekriegt. Bis vor kurzem war das L der stärkste Jäger in der Flotte Naja, der das ist Xenon. Es ist mit Geschwindigkeit mehreren Waffen und 94. starken Schilden ab. Das ist schon ganz okay. Weil gerade hier in schwarze Sonne, da kann es immer mal passieren, dass das irgendwas auftaucht, was hier nicht hingehört, sprich Xenon. Das wäre uncool, wenn die mir jetzt mein L noch wegballern würden. Schwenken wir mal ein aufs Südtor. So, wo ist mein L? Naja, das kriecht jetzt hinterher. Da ist es. Schauen wir es uns doch mal noch ein bisschen an. So sieht ein L aus. Sieht schon sehr schön aus. Und ich bremse hier erstmal und warte mal ein bisschen, bis das L wieder ein bisschen näher dran ist. Weil das ja doch ganz schön weit weg ist. Na, da sehe ich doch irgendwie Raketen auf dem kleinen Radar. Auf dem großen ist nichts zu sehen. Ich dachte schon, da fängt jetzt irgendwas an zu ballern auf mein Xenon L. Ja, da ist auch irgendwas. Oh ja. Xenon Q. Oh ja, ich möchte dann mal durch, also aus diesem Sektor raus. Dann jetzt Attacke Hü und raus hier aus dem Sektor, weil das muss ich nicht haben. Dass die noch mein L wegballern. System, Nathans Reise. Ich weiß nicht, warum jetzt Mission abgebrochen steht, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, sehr eigenartig. Also laut den Missionsanweisungen läuft diese Mission noch. Ich mache die jetzt auch gnadenlos erstmal durch und warte hier jetzt erstmal auf mein L. Das sollte jetzt gleich mal ankommen hier in dem Sektor. Da ist es. Und ich habe es doch noch gar nicht geliefert. Warum jetzt da Mission abgebrochen steht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Kann auch ein Fehler sein. Wie gesagt, die Mission wird mir noch angezeigt als laufend, sonst wäre die ja hier jetzt gar nicht mehr drin und abgebrochen. Oder die Sektorkommandos
Sektorverteidigung lief noch. Das kann natürlich auch sein. Naja gut, okay, ich habe mein L, alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Deswegen ist es mir jetzt erstmal Wurst. Ich glaube, das war die Sektorverteidigung, die ich dann natürlich abgebrochen habe, wenn ich den Sektor verlasse. Aber solange wie ich mein L habe, ist alles im grünen Bereich und das bringen wir jetzt einfach erstmal zurück. Weil diese Mission, die ist mir definitiv wichtiger als die Sektorverteidigungsmission. Erreiche System, Ödland. Ich stelle mich dann aber mal hier hin und warte, bis das L dann mal durchgekommen ist. Und dann möchte ich das mal ein bisschen reparieren. Das fliegt mir zu langsam. Das muss die Sektorverteidigung gewesen sein, die noch lief. Ich gucke nachher nochmal nach, offscreen, und werde euch dann berichten, aber ich gehe davon aus, dass es die Sektorverteidigung war. So. Kommando. Kein. Kommando akzeptiert. Das sollte jetzt mal anhalten und bremsen. Und dann steige ich mal aus. Und fliege da mal ein bisschen näher ran. L. Das ist blöd jetzt genau mit der Gegensonne. Da sehe ich natürlich gar nichts. So schön. Jetzt müsste ich nur noch bremsen und nicht gegenfliegen. So. Und dann reparieren wir das mal noch ein bisschen mit unserem Reparaturlaser, den wir ja immer im Raumanzug haben. Warnung. Energielevel niedrig. Außerdem ist dadurch natürlich auch das Schiff mehr wert. So, 90% haben wir schon. Also die Sektorverteidigung hätte ich doch jetzt nicht gemacht mit dem L im Schlepptau. Bin ich denn irre? Ich bin schon froh, dass ich das gekapert gekriegt habe. Und, na komm, 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 100. Da haben wir's. Nova, Prototyp. Jetzt müssen wir nur noch in unsere Nova wieder einsteigen. L. So, Kommandokonsole, Navigation, folge Kommando mir. Akzeptiert. Und keinem anderen, nur mir. Naja, immerhin fliegt sie jetzt 100. Das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Und ist ein Tucken mehr wert. Warum will jetzt der Sensor nicht? Ist ja eigenartig. Sachen gibt's hier. Das ist kein Witz im Moment, mein Sensor funktioniert nicht. Wenn ich die J-Taste drücke, dann geht der an und aus. Das ist ja jetzt ganz großes Kino. Freie Argon-Handelsstation. Sobald ich ihn loslasse, die J-Taste ist wieder vorbei. Ich weiß im Moment nicht. Huch, habe ich jetzt andocken gewählt? Andock-Erlaubnis erteilt. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich sollte das Spiel mal neu starten. Aber ich probiere es erstmal mit Andocken. Also ohne Witz, wenn ich die J-Taste loslasse, dann... Andock-Vorgang erfolgreich. Sehr eigenartig. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wo sind wir? Da sind wir.
Ich speichere einmal und dann könnt ihr euch jetzt gleich mal den Ladebildschirm ansehen, wie der so aussieht, indem ich das Spiel jetzt einfach nochmal lade. So, wir sind aber falsch. So, Leute, da sind wir wieder. Ich denke mal, 10 Minuten ungefähr habe ich jetzt noch. Das wird jetzt so eine zusammengefriemelte Aufnahme irgendwie. Ich musste meinen Rechner neu starten. Der hatte sich irgendwie aufgehängt, kurz nachdem ich zum Glück dann doch noch gespeichert hatte. Wir docken ab und nehmen unser L wieder mit, das hoffentlich jetzt nicht erst noch docken will, sondern uns gleich folgt. Jetzt sollte auch wieder alles so funktionieren, wie es funktionieren sollte. Ja, das tut es. Und dann schauen wir mal, wo ist das L? Da ist es. Oh, das fliegt 100. Ist also nicht ganz so schnell wie wir unterwegs, das macht aber nichts. Wir warten doch gerne auf unser L. Ich fliege dann auch schon mal ein wenig vor. Dann hat das hier auch keine Kollisionsabfrage mehr, das L. Erreiche System. Polarstern. So. Dann knallen wir gleich weiter. Das L, wie gesagt, das ist auf Folgen eingestellt und das wird es auch tun. Nur ist es natürlich nicht ganz so schnell wie wir. Das heißt, es wird immer ein bisschen hinter uns herzuckeln. Na, ich wollte auch nur aufs Tor ausrichten. So, ist es denn schon im Sektor? Ja, es ist schon im Sektor und es folgt uns tapfer. Wenn es jetzt nicht noch von einem Großkampfschiff überfahren wird, sollte das alles gar kein Problem sein. Dann sollten wir das auch schaffen, dass das an diese Forschungsstation andockt. System, Aguilars Gürtel. So, und wir fliegen dann auch wieder gleich weiter. Und wir fliegen dann auch gleich durch bis zu dem Sektor, wo die Forschungsstation ist. Oh, jetzt muss ich aber mal aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen noch gegen die eine Pylone hier fliege von dem Tor. Das wäre unklug. Und dann müssen wir halt einfach ein bisschen warten, bis unser L denn mal ankommt. Erreiche System, Albion Gamma. Aber wenn wir nicht im selben Sektor sind wie das Schiff, wie gesagt, dann gibt es auch keine Kollisionen mit irgendwelchen Objekten, mit Asteroiden oder anderen Schiffen. Und von daher ist das gar nicht so schlecht, wenn wir vorher fliegen. Bisschen ausrichten. So, das sollte passen. Und dann rein in den orbitalen Beschleuniger.
Also ich hatte jetzt wirklich gedacht, das mit dem L dauert länger, mag aber auch viel Erreiche Glück. System. Albion Beta. Wie gesagt, mag viel Glück mit dabei gewesen sein, dass das jetzt echt so gut geklappt hat. Ich hatte im Forum, hatte ich nur gelesen von anderen Leuten, die haben da sich ein bisschen anders zugeäußert. Die haben halt gesagt, das wäre gar nicht so einfach, das L zu besorgen. Aber das Pech, was wir bei den Mikrochips hatten, dass wir da wirklich so hin und her eiern mussten, das hatten wir jetzt beim L und ein bisschen darf uns das Glück ja ruhig hold sein. System Albion Alpha. So, dann fliegen wir schon mal hin zu der Station. Und dann warten wir mal auf unser L. So. Und jetzt heißt es, den Sektorbildschirm im Sinza zu beobachten, bis unser L hier mal auftaucht. Dann feste die Daumen drücken, dass es nirgendwo gegenfliegt. Aber wir geben dem L dann sowieso, wenn es hier im Sektor ist, sowieso einen anderen Befehl. Und zwar, dass es gleich an die Station andocken soll. Ich möchte das so timen, dass ich kurz vorher andocke, dass wir hier nicht zu viel Zeit noch dann haben und auf das L warten müssen. Ich gucke aber mal in den Sektor rein. Albion Beta, da ist auch unser L. Jetzt hat es auch gleich geschafft, dass es den Sektor durchquert hat. Schade, dass es so langsam ist, aber es hätte auch noch schlimmer kommen können, dass es wirklich viel, viel mehr kaputt ist und noch viel, viel langsamer wäre. So, jetzt ist es bei uns wenigstens schon mal im Sektor drin und jetzt gebe ich ihm dann auch mal den anderen Befehl. Kommandokonsole, Navigation, docke an. An die John Furco Drohnenproduktionsanlage ist falsch da. Birrell Forum. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Birrell Forschungsstation. Meine Güte. Ja, es ist, tut mir leid, es ist schon fast 3 Uhr morgens. Ich bin ein bisschen kaputt. Da kommt man schon mal ein bisschen ins Schleudern. Bin nicht mehr so ganz taufrisch wach, aufmerksam, wie ich sein sollte. So, da kommt's. L. Noch 44 Kilometer.
Ja, Freunde, ob ich möchte oder nicht, ich muss hier dann nochmal Tschüss sagen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.